Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal wieder um Bauernstrukturen gehen, beziehungsweise ja nicht um so eine typische Bauernstruktur, die aus einer bestimmten Eröffnung entsteht, sondern um eine Struktur, die es eben immer mal wieder gibt, und zwar den Doppelbauern. Der Doppelbauer hat einen unglaublich schlechten Ruf und ich denke, dass tatsächlich ein wenig zu Unrecht. Häufig wird der Wert von Doppelbauern überschätzt, beziehungsweise sie werden als deutlich schlechter eingeschätzt, als sie sind. Und dieses Video soll vor allem dazu dienen, das mal ein bisschen zu erklären und zu erklären, warum Doppelbauern vielleicht gar nicht so schlecht sind, wie ja, der Großteil der Schachspieler und Spielerinnen denkt. Dazu starten wir natürlich als erstes mal bei so einem typischen Bauern-Endspiel, das auch dazu führt, dass Doppelbauern eben so einen schlechten Ruf haben. Das hier ist genau die Bauernstruktur aus Abtauschspanisch. Okay, der schwarze Bauer könnte auf A6 stehen, aber das macht keinen großen Unterschied. Und es sind einfach alle Figuren vom Brett verschwunden. Und hier sehen wir, Weiß hat eine Mehrheit von 4 Bauern gegen 3 Bauern am Königsflügel und Schwarz hat eine Mehrheit von 4 Bauern gegen 3 Bauern am Damenflügel. Der Unterschied zwischen diesen beiden Mehrheiten ist, dass Weiß tatsächlich in der Lage ist, einen Freibauern zu bilden, während Schwarz mit dem Doppelbauern keinen bilden kann. Schauen wir uns mal an, wie so eine Partie aussehen könnte. Beide Seiten werden sicher erstmal ihre Könige aktivieren. Und ja, nachdem es nicht so richtig weitergeht, beziehungsweise nachdem das Weiterlaufen erstmal nicht so sinnvoll ist, kann Weiß anfangen, die Bauern zum Laufen zu bringen. Ja, Schwarz versucht das Gleiche, also Schwarz möchte auch die Bauern nach vorne bringen. Und hier gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Wege für Weiß. Ich möchte eigentlich nur mal zeigen, was so der Unterschied zwischen diesen beiden Mehrheiten ist. Weiß kann hier C4 spielen. Der Punkt ist einfach, Weiß möchte die schwarzen Bauern blockieren, die laufen dann nirgendwo mehr hin. Okay, Schwarz kann versuchen, mit C6, B5 diese Blockade aufzulösen. Weiß schickt weiter die Bauern am Königsflügel vor. Und jetzt B5. Und hier kommt nochmal ein ganz, ganz wichtiger Moment. Natürlich sollte Weiß hier den Doppelbauern nicht auflösen. Denn wenn man hier den Doppelbauern auflöst, dann hat Schwarz plötzlich auch eine mobile Mehrheit am Damenflügel. Wenn man aber B3 spielt, dann ja, hat Schwarz zwar B5 gemacht, aber der Doppelbauer ist immer noch da. Und nach A5 kann Weiß E5 spielen. Und man möchte dann mit König E4 und F5 fortsetzen. A4, Schwarz droht nichts, Weiß nimmt einfach nirgends, Weiß spielt König E4. Schlägt und kleiner Zwischenzug, F5, König E7, nach A schlägt B3. F6 muss Weiß hier noch nicht E6 spielen, denn das kann dazu führen, dass Schwarz eine Festung bekommt. Sondern Weiß kann erstmal König F4 spielen und dann G5. Dann kann man den nächsten Bauern nach vorne schicken, zum Beispiel nach H6. Und hier sieht man, Weiß hat sehr, sehr viel Spielraum, was diese Majorität am Königsflügel angeht, während die schwarze Majorität am Damenflügel überhaupt nicht spürbar ist, weil eben dieser Doppelbauer nicht so leicht beweglich ist. Schauen wir jetzt mal ein recht analoges Beispiel an. Dabei habe ich jetzt einfach nur den Bauern von E4 nach D4 gestellt. Und das ändert tatsächlich einiges, denn plötzlich ist dieses Bauernendspiel nicht mehr gewonnen für Weiß. Das Problem ist, dass, ja, beide können natürlich wieder die Könige aktivieren, dass hier Weiß keine Majorität mehr hat. Denn, ja, Weiß hat hier 4 Bauern und die sind natürlich etwas besser beweglich als die schwarzen 4 Bauern, aber Weiß kann keinen Freibauern bilden, denn wenn man C4, D5 spielt, dann kann Schwarz schlagen und dann steht da noch der zweite C-Bauer und das ist dann kein Freibauer. Und deshalb kann Weiß dieses Bauernendspiel nicht gewinnen. Das heißt, sogar im Bauernendspiel sind Doppelbauern nicht zwangsläufig schlecht, sondern nur dann, wenn sie eben dazu führen, dass eine Majorität nicht mehr wirklich eine ist. Und jetzt wollte ich noch weitere Beispiele zeigen, um auch etwas klarer zu machen, warum Doppelbauern so einen schlechten Ruf haben. Hier könnt ihr sehen, das ist natürlich keine echte Schachstellung, es stehen keine Könige auf dem Brett und ja, Weiß hat auch recht großen materiellen Vorteil. Hier möchte ich eigentlich nur etwas illustrieren. Wenn man an Doppelbauern denkt, dann habe ich den Eindruck, man hat häufig solche Bauern im Kopf. Also diesen Bauern auf E6 und E7, die stehen da, die decken sich nicht gegenseitig, das ist natürlich blöd und die werden von vorne von einem Turm angegriffen. Dann sind die auf jeden Fall schwach, weil natürlich kann man sie so sehr leicht angreifen, wenn die Linie davor offen ist, wenn man eben einen Turm hat, der dorthin schaut und wenn sie nicht gedeckt werden können. Aber wenn wir uns einfach mal das Analoge anschauen, also die gleichen Bauern, aber jetzt noch einen Bauern auf F7, plötzlich ist dieser Doppelbauer gar nicht mehr so schwach. Denn er wird, also der vordere Bauer wird verteidigt und ja, der Angriff ist es gar nicht mehr so wert. Und jetzt noch ein drittes Beispiel.
Hier hat Schwarz jetzt keinen Doppelbauern, sondern einfach nur einen isolierten Bauern auf E7. Der ist natürlich auch schwach. Und das ist er auch, obwohl er da alleine steht und kein Doppelbauer ist. Und deshalb sollten wir vielleicht verstehen, dass Doppelbauern eigentlich auch vor allem dann schwach sind, wenn sie isoliert sind, also in Stellungen mit vielen, vielen Figuren auf dem Brett. Und das ist etwas, das wird häufig vergessen. Denn sehr häufig sehe ich, ah nee, da kriege ich einen Doppelbauern, das wollte ich nicht. Und dann frage ich, aber warum ist der schwach? Naja, das ist ein Doppelbauer. Okay, aber wie wird er angegriffen? Und da kommt dann meist so der Punkt, wo keine Antwort mehr kommt. Und falls euch das vielleicht auch bei euch selbst auffällt, dann könnte das ein guter Grund zum Umdenken sein. Wir wollen aber natürlich noch ein paar praktische Beispiele anschauen. Also ich habe jetzt ein bisschen theoretisch darüber erzählt, wie das so aussieht, was man wissen sollte. Aber jetzt habe ich einfach noch drei Beispiele rausgesucht, in denen wir mal einen Doppelbauern im Mittelspiel in Aktion sehen. Das erste Beispiel ist aus meiner Stellung. Ja, hier steht noch kein Doppelbauer auf dem Brett, aber Weiß schlug hier auf E5. Und jetzt habe ich diesen Doppelbauern auf E6 und E5. Und laut Theorie denkt man ja, Doppelbauern schlecht. Tatsächlich muss man aber sagen, dass dieser Doppelbauer eine ganze Menge Felder im Zentrum verteidigt. Tatsächlich sogar mehr Felder als der weiße Bauer hier von E4. Dazu kommt, da der weiße Bauer auf E4 steht und so natürlich vor meinem Doppelbauern, ist der auch gar nicht so leicht anzugreifen. Die Stellung hier ist ganz spannend. Meine Gegnerin hat hier auf D8 geschlagen. Ich dachte ursprünglich, dass ihre Idee Dame G5 ist, aber das funktioniert nicht so gut, denn nach Dame A5, Dame schlägt G7, Turm G8, Dame H6, Turm C3 ist plötzlich der schwarze Angriff viel schneller. Also weil es schlägt, weil ja, was sonst? Und nach Dame C3, Turm D3 folgt Dame A1, König D2 und Läufer B4. Und der weiße König wird jetzt verfolgt. C3 geht nicht so gut, weil auch noch E4 mit Schach hängt. Und nach König E3 kommt Dame E1. Und ja, sagen wir König F3, Dame F2, König E4, Turm G4. Alle schwarzen Figuren machen mit und die weißen am Königsflügel nicht so richtig. Wenn der König wegläuft, auch dann kann Dame E1 kommen, König F3, Dame E4. Und nach König F2 gibt es verschiedene Optionen. Läufer C5 ist eine, Springer G4 ist auch eine. Mit der Idee dann hier Läufer C5 zu spielen. Das heißt, das geht nicht. Und deshalb hat sich meine Gegnerin entschieden, hier die Damen zu tauschen. Und jetzt schauen wir mal, wie der Doppelbauer auch in diesem Endspiel ganz hilfreich sein kann für Schwarz. Ich möchte jetzt den Läufer entweder nach B6 oder nach A5 bringen. Weiß kann das auch nicht verhindern. Also Weiß spielt Läufer D3, um den Bauern zu verteidigen und vielleicht auch den Springer ziehen zu können. Okay, erstmal König E7 und Turm F1. Hier habe ich Turm F8 gespielt. Springer D1 und Läufer B6. Der Läufer wird jetzt aktiv und verhindert auch, dass der weiße Springer zum Beispiel nach C4 kommt, wo er den Bauern auf E5 angreift. Und jetzt kann man schon sehen, es fällt dem weißen Springer recht schwer, hier ein gutes Feld zu finden. Der geht nicht verloren, der muss nicht am Rand stehen, aber irgendwie findet er kein stabiles Feld. Es folgte Turm F3 und G5. Schwarz versucht jetzt Raum am Damenflügel zu gewinnen. A3 und H5. Der nächste Bauer kommt. Turm E1 und G4. Turm F1 und jetzt Springer H7. Jetzt versucht Schwarz diesen Raumvorteil auszunutzen. Und hier vielleicht auch nochmal, um ein bisschen das Thema in den Fokus zu rücken. Der Nachteil an diesem Doppelbauern in der Stellung konkret ist ja vor allem, dass Weiß eine Majorität am Damenflügel hat. Aber wenn wir uns jetzt diese Stellung mal anschauen, so diese drei Bauern, von denen hat sich noch keiner bewegt. Also der Bauer auf A3, der steht da schon eine ganze Weile, der macht jetzt aber keine Anstalten, irgendwie durchzulaufen. Und auch der C-Bauer, der versucht nicht durchzulaufen. Und genau das ist das Problem. Eine Majorität ist vor allem dazu da, dass man dann eben durchlaufen kann mit einem Bauern oder zumindest, dass man es versucht und die gegnerischen Figuren irgendwie gebunden werden. Wenn die einfach nur rumstehen, dann sind die erstmal nicht so super viel wert. Es folgt jetzt Turm F8 und nach König D2 Springer G5. Die Idee ist, dass jetzt G3, um zum Beispiel die Bauern zu stoppen, wegen Springer F3 nicht so attraktiv ist. Deshalb kam König E2 und H4. Turm F1. Und hier habe ich mich entschieden, natürlich den Turm auf dem Brett zu behalten, weil es gibt noch nicht genug Schwächen in der weißen Stellung. Springer E3 und G3. Und hier hat Weiß auf G3 geschlagen. H3 wäre wahrscheinlich etwas zäher, aber ich möchte vor allem natürlich einfach so ein bisschen zeigen, dass dieser Doppelbauer nicht schlecht ist.
H schlägt G3 und nach Springer G4. Ja, hier habe ich jetzt blöd weitergespielt und die Partie unnötig in die Länge gezogen. Deshalb werde ich hier nur noch die richtige Fortsetzung zeigen. Ich habe Läufer C7 gespielt, das war Quatsch. Stattdessen sollte ich lieber Turm H4 spielen. Die Idee ist, dass Springer schlägt E5 hier überhaupt nicht gut ist, denn nach Turm H2 fällt der Bauer auf G2, weil Turm G1 nicht möglich ist. Und natürlich ist dieser Bauer auf G3 wesentlich oder der Bauer auf G2 wesentlich wertvoller als der Bauer auf E5, weil der G3-Bauer ja schon so gut wie umgewandelt ist und dementsprechend ist das hier einfach verloren für Weiß. Ja, was haben wir gesehen? Also Weiß hat Schwarz ziemlich früh einen Doppelbauern zugefügt, aber irgendwie hat man den überhaupt nicht gemerkt. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass in der Ausgangsstellung die schwarzen Figuren irgendwie viel aktiver waren als die weißen oder so, sondern es lag vor allem daran, dass dieser Doppelbauer den weißen Figuren eine ganze Menge Felder im Zentrum weggenommen hat. Schauen wir ein weiteres Beispiel an. Das ist eine Stellung von Wang Hao gegen Oliver Diemeikling. Und ja, hier fand Wang Hao eine ziemlich interessante Idee mit Weiß. Ich bin mir sicher, wenn ihr das erste Mal auf die Stellung schaut, dann ist bestimmt euer Gedanke, irgendwie F5 zu spielen. Nach G5 sowas wie H4. Oder das eben vorzubereiten. Aber tatsächlich ist das nicht so durchschlagend. Dame G3 gibt Schwarz schon Gegenspiel. Weiß fand hier einen viel, viel besseren Weg. Weiß spielte Läufer G5. Und hier sehen wir jetzt einen weiteren wirklich wichtigen Vorteil an Doppelbauern. Denn wenn man einen Doppelbauern hat, dann bedeutet das automatisch, dass für die Türme eine offene Linie mehr zur Verfügung steht. Denn da wir ja zwei Bauern auf einer Linie haben und Schwarz das nicht hat, haben wir jetzt eine Linie mehr, die wir für unsere Türme nutzen können. In diesem Fall ist das die F-Linie und man spürt das hier sofort, denn der Bauer auf F7 bekommt direkt große Probleme. Es folgte Springer E6 und Turm F6. Jetzt muss Schwarz aufpassen, also Springer G5 wäre wegen Schlagen auf G6 nicht so gut. Deshalb folgte Dame E5, aber jetzt kommt einfach der nächste Turm hinterher. Und nach Turm E7 kam eine nette Taktik, Turm F7. Das Problem ist, dass Weiß auch Dame G6 spielen möchte, deswegen kann Schwarz nicht nehmen, also zum Beispiel nach Schlagen Dame G6. Das Problem ist, es hängt der Turm, aber es hängt auch der Springer. Und hier verliert Schwarz einfach Material. Deshalb hat Schwarz Dame E3 gespielt, aber nach König H1 D3. Dame B3 hat Schwarz nach wie vor das Problem, dass man nicht so gut auf F7 nehmen kann, weil nach Läufer E6 der Turm wieder gefesselt ist. Und nach Turm E8, Turm F3. Dame G5 folgte Turm F6, wieder hängt der Springer und ja, jetzt wurde der auch geschlagen. Die Partie ging noch ein paar Züge weiter, ich zeige noch das Ende. Aber ja, Schwarz hat natürlich eine Figur weniger. Turm E7, Dame C8, D2, Dame F8 und nach König H7. Läufer G8 gab Schwarz auf, denn ja, Weiß kann hier dann Matt setzen. Das war ein Beispiel dazu, dass sich eine Linie öffnet und ich habe da noch ein zweites vorbereitet. Denn das ist wirklich neben der Sache, mit den, dass ein Doppelbauer viele Felder im Zentrum kontrolliert, auch ja, der nächste wichtige Punkt im Prinzip. In dieser Stellung war Schwarz am Zug. Schwarz spielte Michael Adams gegen Kevin Spraggett und ja, hier ist der Springer auf H6 angegriffen, also der letzte weiße Zug war Springer D2. Und Adams zeigt uns jetzt, wie man damit am besten umgeht. Nämlich, man ignoriert es. Schwarz spielte F5. Und ich sag mal, Weiß spielte hier Läufer H6. Das wirkt schon zumindest konsequent. Also Weiß nimmt diesen Springer raus und gibt Schwarz einen Doppelbauern auf der H-Linie. Und hier wieder. Wenn ihr über Bauernschwächen redet oder über Bauernschwächen nachdenkt, fragt euch immer, wie wird diese Schwäche angegriffen? Wenn ihr überhaupt keine Antwort auf diese Frage findet, dann ist es wahrscheinlich wichtig, dass das keine Schwäche ist, sondern dass ihr nur denkt, es wäre eine. Wenn eine Schwäche, wenn ein Punkt nicht angegriffen werden kann, dann ist er nicht wirklich schwach. Okay, Weiß hat auf F5 genommen. Und ja, hier konnte Weiß sich wahrscheinlich etwas besser verteidigen. Er spielte Springer H2. Clever wäre es wahrscheinlich sofort, den König von der G-Linie zu entfernen, aber es kann sein, dass Weiß hier einfach nicht so vorsichtig war, weil der Läufer ja das Feld G8 verteidigt, sodass der Turm nicht so schnell nach G8 kommt. Aber nach Springer E7, D4, Springer G6, muss Weiß vorsichtig sein. Also ich habe hier D schlägt E5 angeschaut, einfach um die Idee von Springer G6 zu illustrieren. Hier müsste Weiß schon eine deutlich bessere Verteidigung finden als das. Aber um die Idee zu zeigen, nach D schlägt E5, ist Läufer schlägt H3 der Punkt. Deswegen ist der Springer an den Königsflügel gegangen.
Der Punkt ist, also nach König schlägt H3, puh, der Bauer möchte ja nicht nehmen, weil er den Springer verteidigen muss, deshalb König schlägt und hier Turm F3 oder Gf3, Dame H4, König G2 und Springer F4. Dafür brauchte man den Springer auf G6, damit der im Angriff mitmachen kann. Und nach König G1, Dame G5 hat Weiß ein Problem, denn Springer G3 ist aufgrund dieser Fesselung nicht wirklich möglich, aber ohnehin wäre es matt auf G2. Das wäre also möglich, aber es rettet Weiß jetzt auch nicht sofort, also das verhindert nicht direkt alle Ideen. Ich zeige einfach nur die Partie, um ein bisschen zu zeigen, was dieser Abtausch auf H6 gemacht hat. Es folgte Dame F6, das sieht logisch aus, die Dame kommt an den Königsflügel, Dame D2 und Turm E8. Schwarz bringt erstmal langsam die Figuren ins Spiel. König H1, jetzt geht Weiß aus der G-Linie und eben auch aus dieser Fesselung. Das sah jetzt eben noch nicht akut drohend aus, aber es kann nicht schaden. Und Turm E7, sehr schöne Idee. Schwarz möchte hier sofort die Öffnung der G-Linie ausnutzen und da das Feld G8 nicht zugänglich ist, kann der Turm über E7 nach G7 kommen. A3 und Turm G7. Turm G1 und hier, ja, ist auch sehr im Adam-Style, er spielt einfach H5. Langsam die Stellung verbessern, noch drohte nichts, deswegen kann man erstmal diesen Bauern nach vorne schicken, damit zum Beispiel kein G4 kommt. Läufer A2 und Läufer D7. Jetzt kam B4 und Springer E7. Der Springer kann nun entweder nach G6 oder nach F5. Und Weiß entschied sich jetzt im Zentrum zu spielen, weil wenn man hier gar kein Gegenspiel findet, dann ist das schwarze Spiel sehr leicht und vor allem kann Schwarz sich ja dann alle Zeit der Welt nehmen. Schwarz hat jetzt einmal geschlagen und Springer G6 gespielt. Das Feld F4 ist immer noch zugänglich und auch nach Turm E4 ist das noch möglich. Hier hat jetzt Weiß H4 gespielt und Läufer C6. Ja, das ist unangenehm. Weiß hat sich für D5 entschieden, aber der Läufer steht auch auf B5 ganz gut. Jetzt muss man aufpassen, dass vielleicht Springer D3 eine Idee ist und Weiß entschied sich hier G3 zu spielen. Man könnte das etwas zäher verteidigen, aber der Punkt bleibt der gleiche. Der schwarze Doppelbauer ist hier auf jeden Fall keine Schwäche. Springer H3, Turm G2 und Läufer F1 und Weiß gab auf. Ja, das waren die drei Beispiele zum Thema, wann Doppelbauern gut sein können. Mit diesem Video möchte ich vor allem eure Aufmerksamkeit darauf richten, dass Doppelbauern wirklich nicht so schlecht sind wie ihr Ruf. Was schlecht ist, sind isolierte Doppelbauern. Die sind schlecht, die sind sogar noch ein bisschen schlechter als einfach nur normale isolierte Bauern, weil das Problem ist, wenn die mal anfangen zu fallen, dann sind ja direkt zwei Bauern weg und nicht nur einer. Das ist also ein großes Problem. Und man muss natürlich aufpassen in Bauernendspielen. Der Doppelbauer, wenn der Doppelbauer auf der Seite ist, wo man selbst eine Majorität hat, dann ist das ein schlechtes Zeichen, weil Doppelbauern können eben keine Freibauern bilden. Denn sie stehen ja hintereinander und nicht nebeneinander. Aber ansonsten haben Doppelbauern eben auch Vorteile. Denn wenn zwei Bauern hintereinander stehen, dann kontrollieren sie natürlich so neben sich eine ganze Menge Felder. Dazu haben wir das erste Beispiel aus meiner Partie gesehen, wo ich den Doppelbauern auf E6 und E5 hatte. Das kann man übrigens auch in einer ganzen Menge Top-Partien in zum Beispiel Spanisch und Italienisch erkennen, wo Läufer E6 kommt und Weiß dort nimmt und dieser Doppelbauer, also der fällt selten, würde ich mal behaupten. Und eine weitere wichtige Sache, die wir in den anderen beiden Beispielen gesehen haben: Wenn man einen Doppelbauern hat, dann hat man automatisch eine offene Linie mehr für den Turm. Denn wir haben ja eine Linie weniger, wo Bauern stehen. Das kann insbesondere, wenn viele Figuren auf dem Brett sind und eben wir dadurch unsere Figuren aktivieren können, sehr hilfreich sein. Also, wenn ihr das nächste Mal denkt, oh, ich will hier auf gar keinen Fall einen Doppelbauern haben, dann versucht mal drüber nachzudenken, so ist dieser Doppelbauer wirklich schwach? Kann mein Gegner diesen Bauern angreifen, diesen Doppelbauern? Oder, ja, öffnet der vielleicht eine sinnvolle Linie für mich? Deckt der vielleicht wichtige Felder für die gegnerischen Figuren ab? Oder hat er sonst irgendwelche Vorteile? Also versucht, weniger Vorurteile gegenüber Doppelbauern zu haben. Die sind wirklich nicht annähernd so schlecht, wie die meisten denken. Und ja, wenn ihr das versteht, dann habt ihr definitiv auch einen recht großen Vorteil euren Gegnern gegenüber. Denn ja, das ist wirklich ein sehr, sehr weit verbreitetes Konzept, dass Doppelbauern grundsätzlich schlecht sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Themenwünsche habt, dann lasst es mich gern wissen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!